Zum zweiten Mal feierten die Kinder den Martinstag mit einem Flashmob auf dem Széchenyi Platz. An der Veranstaltung nahmen Studenten von Institutionen teil, die Nationalitätenunterrichtung anbieten, um dem Bischof von Tours und der Legende seiner Wahl zu gedenken. Der Begann der Geschichte erzählt, wie sich Martin zwischen den Gänsen versteckte, um nicht vom Bischof ernannt zu werden, aber die Vögel verirrten seinen Aufenthaltsort. Sein Leben war von Wundern und Heiligungen begleitet. Bei dieser Gelegenheit lernten die Kinder auch eine Choreografie, die sie mit ihren eigenen Laternen in der Hand vorführten und sangen. In Pécs gibt es in den unterschiedlichsten Schulen seit Jahrzehnten eigentlich diese Feier. Aber hier auf dem Széchenyi-Platz, wo alle Schulen, wo Nationalitätenunterricht stattfindet, seit 2 Jahren. Voriges Jahr hatten wir zum ersten Mal. Damals, also vor einem Jahr, nur mit so ungefähr 300 Kindern. Und jetzt waren es mehr als 600 Kinder dabei. Die innenstädtische Schule hier in Pécs, die Schule im Gartenstadt, der Testvérvárosok-Terei-Schule. Und aus dem Varjakok-Schulzentrum konnten auch Kinder. Es ist nicht einfach, Hunderte von Kindern unter Kontrolle zu halten und gleichzeitig Tanz zu unterrichten. Also lernten die Kinder die Tänze einzeln. Úgy történt a szervezés, hogy összeállítottunk egy koreográfiát, elküldtük videón minden iskolának, elpróbálták, kigyakorolták, és idejöttünk, mindenki tudta. És ez alakult ki belőle, ez a flashmob jellegű közös tánc. Der Martinstag war bei den Ungarndeutschen nicht so beliebt wie im Ausland, aber die Bildung machte ihm zu einem prägenden Feiertag bei Kindern und Schulen. Also Martinstag wird in einigen Regionen Deutschlands vor allem organisiert und gefeiert. In Ungarn, bei den Ungarndeutschen war es nicht so in damals, aber seitdem es Nationalitätenunterricht gibt, haben die Schulen das als Feier eigentlich gemacht. Und das sind Lieder, die vor allem aus Deutschland kommen. Also dieser Liedergut kommt aus Deutschland. In diesem Jahr versammelten sich am 1. November mehr als 600 Kinder auf dem Hauptplatz von 5 Kirchen. Die Teilnehmer konnten mit einer Stofftasche, die gefärbt werden kann, nach Hause zurückkehren.